kalt. Fritz Meinecke ist wieder am Start. Wir gehen in die Eisdonne. In die Eisdonne geht er heute Abend. Zusammen mit Kai Pflaume. Nö. Grüße gehen raus. Zusammen Kai Pflaume. Zusammen mit Eis. Der war nämlich neulich auch in der Eistonne. Zusammen mit dem, wie heißt er, Fabian? Ja. Ja. Der ist doch bei jedem immer zu irgendwo. Nee, hier hat so ein kleines Kätzchen-Brand. Katzen, Dingsbums. Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. Ne? Nee, jetzt weiß ich nicht, wen du meinst. Kai Pflaume war bei. Paul Ribke. Paul Ribke, genau. Grüße gehen raus, auch an dich. Und das ist nicht gefährlich, also kriegt man keinen Herzinfarkt. Doch. Doch. So, wollen wir jetzt mal loslegen, Freunde? Oder wie sieht's hier eigentlich aus? Danke schön. Ist das dein Eisbucket? Eine Junge. Ich wusste halt schon immer, dass du sehr gefühlskalter Mensch das bist. Das ist das Geilste, was du machen kannst. Wahrscheinlich auch so ein Eisbad brauchst, oder? Aber es dauert ein bisschen. Mal fitter Kerl. Aber die Scheiße ist, ich bin da nicht reingekommen, weil so viel Eis drin war, dass ich nicht bis runterkommen bin, weil ich muss so rein ungefähr. Das ist so eine kleine Donne. Also es scheint echt kalt gewesen zu sein. Sehr toll. Wegen dem Eis. Wegen dem Eis. So, ladies and gentlemen, herzlich willkommen in den heiligen Hallen, unser lieber Erik. Alu-Löffel, der Löffel oder Alu-Heinz oder wie ist das? Alu-Klaus habe ich gesagt. Alu-Klaus hättest du gerne gesprochen. Alu-Beta, Entschuldigung. Alu-Beta. Grüße gehen raus an Start. Da wir ja hier bei unserem Ford Cup Recycling-Projekt einfach nicht um das Thema Aluminium rundherum kommen und wieder schon wieder was zu speisen haben und wir den lieben Erik nicht alle 10 Minuten hier bei uns anrücken lassen können, haben wir uns überlegt, wir müssen uns mal selber irgendwie was aneignen. Ne? Und der liebe Erik hat uns was besorgt, nämlich ein wunderschönes AC-DC-Schweißgerät von der Firma Weldinger. Yeah. Ihr habt euch ja auch das letzte Mal nicht so dumm angestellt, wo wir das getestet haben. Ihr zwei. Das stimmt. Fabian hat heute erst. Ja. Ja, und der liebe Pascal hatte hier auch schon mal jede Menge neue Komponenten vom Armaturenbrett gebaut, wie ihr sehen könnt. Also einmal das Armaturenbrett an sich. Und hier hat er jetzt schon eine kleine Armaturentafel gebaut. Das heißt einmal den Kasten und einmal die Blende, wo wir jetzt hier unser ECU Master Display eingesetzt haben. Und hier drüben werden dann noch diverse Kippschalter demontiert. Demontiert werden. Ja, wie ihr schon sehen könnt, haben wir den Kasten gekantet und haben das jetzt hier alles auf Position gebracht. Allerdings haben wir jetzt hier oben noch so einen kleinen Spalt. Den müssen wir auf jeden Fall schweißen und müssen auch die Armaturentafel an sich in den Kasten hier reinschweißen. Wenn es geht, höchste Schwierigkeit, Erich, dass die Schweißnaht außen nicht durchkommt. Ich würde sagen, das testen wir erstmal mit einem kleinen dünnen Aluminiumblech, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Und vorneweg würde ich sagen, führst du uns jetzt allgemein erstmal in unser neues Schweißgerät ein. Oder? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Mach mal. Ja, dann auch erstmal vielen lieben Dank an die Firma Weldinger, die uns dieses Gerät hier zur Verfügung gestellt hat. Dank dir, lieber Erik. Sehr gerne. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, aber der Kollege feiert hier unser Projekt und will uns da tatkräftig unterstützen. Deshalb schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. So viel Zeit muss sein. Ja, Erik, du bist der Fachmann mit der Expertise. Ja. Du musst uns jetzt hier das Gerät näher bringen. Also, als allererstes muss ich euch mal zeigen hier, ist das übrigens unser brandneuer Wagen, sag ich mal so. Ne? Der ist ja im letzten Video einmal abgefackelt. Das war ja eigentlich unser ehemaliger Polierwagen. Und den hat der Pascal jetzt aber umgebaut zu einem wunderschönen Schweißwagen. Das heißt, er hat jetzt hier überall diverse Löcher reingebohrt, damit jetzt perfekt hier unsere Gasflasche integriert werden kann. Somit sind wir auch mit dem kompletten Gerät hier einmal mobil, haben alles am Tisch. Hier ist noch eine Röhre für die Schweißzusätze drin. Haben wir auch einmal alles am Start, einmal für Aluminium, Edelstahl und ganz normalen Stahl. Dann hat uns der Erik noch einen Manometer mitgebracht. Hier drauf steht das Schweißgerät. Dann hat der Pascal hier noch einen Halter angeschweißt für unsere, wie nennt man das eigentlich? Für unseren Brenner. Den kann man dann hier so ablegen. Allerdings hat der Erik hier schon wieder ein bisschen was bemängelt. Ne? Nein. Du würdest nämlich das Schweißgerät eher hier unten hinbauen, dass wir hier noch so einen kleinen Tisch hinbauen. Wir haben das nur so besprochen, weil ich gesagt habe, dass ich auch lange dafür gebraucht habe, wie ich das so an meinem Tisch handhabe. Und wir das vorhin so festgestellt haben bei den ersten Speisungen, dass wir gerne das Schweißgerät rechts haben und auch den Brennerhalter rechts, weil sonst musst du immer über Kreuz gehen und hin und her. Und so hast du es wesentlich einfacher und kannst dir dann den schönen Halter, den er hier unten noch gemacht hat, dein Schlauchpaket drüber hängen, dass du nicht immer das Gewicht so also einmal, auf dem Handgelenk hast. Einmal drehen und hier unten hinhängen. Genau. Den Halter baut er hier rüber, hat er schon gesagt, und Schweißgerät da unten hin und dann habt ihr auch gleich eine schöne Arbeitsfläche. Das stimmt, dann können wir das nämlich auch gleich als Schweißtisch nutzen. Das war nämlich eigentlich gar nicht so der Plan. Wir wollten nicht immer einen zusätzlichen Tisch nehmen, aber dann haben wir eigentlich so genug Fläche hier für so kleine Blecharbeiten. Ja, und der liebe Erik hat uns auch hier schon ein paar kleine 3 mm Aluminiumklappen mitgebracht, wo wir jetzt mal so ein bisschen Probe schweißen können. Ne? Ja, mit 3 mm geht es halt erstmal ein bisschen einfacher zum Üben, zum Reinkommen.
2 mm ist dann schon ein bisschen für geübter, ja, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt, also mit dem Gerät ist ja auch ganz normale Stahlschweißen möglich, ja. Edelstahlschweißen möglich, ja. Und Aluschweißen möglich. Ne? Aber dieses Mal geht es ja so ein bisschen um die Aluminiumgeschichte. Ja. Deswegen würde ich da jetzt hauptsächlich mal so ein bisschen auf die Aluminiumgeschichte auch eingehen wollen. Also auch einstellungstechnisch, wo geht das Gerät an, was muss ich einstellen? Das ist schwer. Das ist schwer, ne? Hier ist ein 91-Schalterband. Ne? Ja, also ACDC-Gerät, wie du schon gesagt hast, Edelstahl, Stahl, Aluminium. Fokus ist ja für euch jetzt Aluminium, aber klar, ist geil, wenn du halt mal Edelstahl oder Stahl hast, kannst du das auch gleich mitmachen. Könntest du noch einen Elektrodehalter anschließen, was, könntest du auch lösen. Was ich halt auch faszinierend finde, hatte ja der Kollege vorhin von Thermotech schon gesagt, wie klein die Geräte mittlerweile geworden sind. Ja. Also früher waren das ja so richtige Kravenzmänner, mittlerweile ist das halt in so einem kleinen Gerät. Fakt. Alles möglich. Ja, Erik, hier einschalten. Genau. Jetzt geht natürlich der Lüfter an. Das ist halt bei den kleinen Geräten so, dass der mal an ist, damit die halt nicht überhitzen. Ja. So, na ja, ist dann der jetzt die ganze Zeit an? Der ist die ganze Zeit an. Es gibt so einen elektronischen Regler, den man einbauen kann. Da bin ich aber echt so der falsche Typ dafür, weil ich elektronisch nicht so fit bin. Da gibt es jemanden, der da schon mal gezeigt, wie es geht. Ich weiß nicht, wie ihr da fit seid, was Elektrik angeht. Ja, unser Cornelius. Ja, aber habe ich jetzt gerade so dran gedacht. Und dann könnte man das nachrüsten, dann geht er nur an, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist und dann funktioniert er. Ja. Ja. Jetzt ist es einfach Sicherheitsgründen, dass er halt immer läuft, dass es halt nie zu heiß werden kann. Genau. Bei Aluminium machst du eigentlich eine Grundeinstellung. Wir sind vorhin ja schon mal durchgegangen, der Pascal und ich. Also, hier sind ja schon mal ganz viele kleine Lämpchen, rote Lichtchen und Zahlen. Ne? Damit kann der Johansi, also der Pascal. Na, das könnte nicht so sein, der Pascal weiß schon Bescheid. Ist schon mal gar nichts mit anfangen. Ne? Also, völlig uninteressant, wir bleiben hier auf HF, das ist dafür, dass du einfach hier auf den Knopf auslöst und schweißen kannst. Ja. Auf den Knopf auslöst und schweißen kannst, heißt einmal drauf drücken und ich das Ding schweißt davon. Da sind wir jetzt beim zweiten Schritt, warte kurz. HF bedeutet, du drückst drauf, du zündest den Brenner über den Knopf. Ja. Lift ist Lift-Arc, das heißt eine Kontaktzündung, da müsstest du mit der Elektrode den Tisch berühren oder das Bauteil, damit er überhaupt zündet. Ja. Ja, das gibt so bestimmte Einrichtungen oder jemand hat einen Herzschrittmacher oder solche Sachen, dann ist das für den interessant, ja. Weil der sich die HF dann nicht mit, die HF-Zündung nicht damit verträgt. Ja. So, MMA ist Elektrode und Gas ist einfach nur ein Gasfeld. Also du bleibst aber auf AF, also kannst du das schon mal ausblenden, ist unwichtig, stellt mal einmal ein, fertig. Dann haben wir hier AC und DC. AC ist Wechselstrom, ist quasi für Aluminium. Und DC ist der Gleichstrom, wo du quasi Edelstahl und Stahl schweißen kannst. So, wir wollen Alu schweißen, also der rote Punkt muss bei AC sein. Jetzt kommen wir zu dem, was du gefragt hast, 2- oder 4-Takt. Das bedeutet quasi, du drückst einmal drauf, hältst den Knopf beim Schweißen. Und wenn du fertig bist mit dem Schweißen, gehst du runter. Das ist 2-Takt. Du drückst ihn einmal an, schweißt, drückst ihn nochmal an, dann geht der Brenner aus. Und das ist 4-Takt. So, würde okay. Ich dir empfehlen, gewöhn dich dran, schweiß damit. Bist du eher Viertakt? Viertakt, du? Wir haben jetzt letztes Mal mit 2-Takt geschweißt, aber Viertakt ist natürlich besser. Der Erik ist ja, weil das Gas dann beim Abkühlen, ja, vom Absenken her, du bleibst dann auf dem Knopf drauf und senkst das dann in Ruhe ab. Und der Vorteil ist, beim Schweißen hast du einen Punkt weniger, auf den ich konzentrieren muss. Auch wenn du das jetzt so nicht wahrnimmst, klingt das jetzt lächerlich, dass du sagst, du musst draufbleiben. Aber ich habe halt immer so gerne die Kontrolle über das, was ich... Hast du so auch? Du musst nur kurz draufdrücken, ist aus. In dem Moment denke ich vielleicht gar nicht dran. Weißt du, wenn ich gerade irgendwie ein Schmelzbad habe, was zu heiß ist. Ja? Drückst du drauf und dann ist er aus. Ja, aber in dem Moment tue ich ja reaktionsmäßig schon den Brenner weg von der Stelle. Und in dem Moment geht es aber, will er Funken schmeißen, weil er ja noch weiter brennen will. Aber ich reagiere gar nicht so schnell, dass ich das Ding ausmache. So gehe ich einfach... Dein Einsteigerproblem, was du jetzt gerade schilderst, ist in einer Woche weg. Ist in einer Woche weg. Ja? Dann hast du das nicht mehr. Diese Angst, da durchzufallen und so, wenn du das dich dran gewöhnt hast, du musst dein Auge schulen. Dein Auge ist das, was das wahrnehmen muss, was da vorne passiert. Und ich habe das so schnell eingestellt, dass wenn du einmal drauf drückst, ist der sofort aus. Ja, das kann man auch von den Sekunden her einstellen. Ja. So. Gut, das zu dem Thema. Dann machst du einmal eine Grundeinstellung. Du kannst dann über den Regler, grundeingestellt ist immer die Grundampere. Ja. Wenn du einmal durchdrückst, siehst du ja, wie der rote Punkt hier wandert. Ja. Und dann fangen wir jetzt hier vorne zum Beispiel an. Da ist eine Gasvorströmzeit. Ja. 5 Sekunden. Ab 0,5 Sekunden. Das heißt, mache ich immer gerne, damit die setzt sich irgendwie Dreck in der Düse ab. Es ist Dreck auf deinem Schweißbad oder Schweißteil, was du schweißen willst. Dann bläst es schon mal so ein bisschen frei und es ist alles schön sauber. So, deswegen gehe ich hier auf 0,5 Sekunden. Dann haben wir hier einen Stadtstrom. Das ist das, womit wir quasi beginnen. Ich habe ja schon mal gesagt, die Oxidschicht braucht mehr Leistung, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken wollen, als dann das Aluminium an sich. Deswegen kann man hier mal mit so zum Beispiel 70 Ampere starten, dass wir da schon genügend Wärme haben, die Oxidschicht aufgesprengt wird und wir dann relativ zügig loslegen können mit Schweißen. Kommt der Stadtstrom auch auf die Stärke des Blechs an? Genau, wenn du jetzt bei 3 mm haben wir das jetzt mal so eingestellt, wenn du jetzt runter gehst auf 2 mm,
oder 1 mm und es ballert schon 70 Ampere los, kann natürlich schon zu viel sein und du hast ein Loch drin. Schon nur durch den Stadtstrom. Da musst du ein bisschen anpassen und musst runterlegen. Ja. So, dann sind wir bei der Zeit quasi, die sie vom Stadtstrom auf den Schweißstrom braucht. Sind wir jetzt 0,1 Sekunden, weil das kann von mir aus, das müsst ihr jetzt ein bisschen individualisieren, kann das sofort loslegen gehen. Ja. Der Fabi hat es vorhin schön gesagt, jetzt gucke ich hier zu, wie das Schmelzbad oder wie die Oxidschicht aufspringt. Aber das habe ich nur mal gemacht, dass man sieht. Aber das musst du natürlich nicht machen, das ist ja Quatsch. Ja. Verschwendest ja nur Zeit. Dann haben wir quasi den Schweißstrom. Nee, oder? Nee, das war schon der Schweißstrom. Ja, den hatten wir. Genau, Schweißstrom. Dann sind wir bei der Abstiegszeit. Das heißt, du drückst auf den Brenner zum Schluss drauf, wo es dann runterfährt, der Brenner. Wie viele Sekunden braucht zum Schweißstrom auf den Endgraderstrom, den man dann auch noch einstellen kann. Der ist dann dafür da, dass sich jetzt zum Schluss nicht diese Endgrader bilden. Ja. Ja, weil das ist immer... Bei einem Tank wäre es jetzt eine Undichtigkeit und wenn du ein Rahmengestell zum Beispiel baust, ist das die erste Stelle, die man anfängt zu reißen. Das ist übrigens nicht nur bei Aluminium so, sondern genauso bei Edelstahl. Das ist mir jetzt hier bei der Auspuffgeschichte auch aufgefallen, dass ich immer, wenn ich die Speisen dann abgesetzt habe, immer zum Schluss so ein kleines Loch drin hatte. Hab das auch kaum zugekriegt, wenn ich da jetzt mit dem Brenner nochmal drauf gegangen bin. Muss da meistens immer auch Fülldraht nochmal hinzufügen, um das dann letztendlich wirklich dicht zu kriegen. Na, Zusatz brauchst du da. Genau, so. Die Zeit haben wir jetzt mal auf 0,6 gemacht und den Endgraderstrom auf 35 Ampere. Das ist dann der Schluss, dass halt der Endgrader sich nicht so stark bildet. Und dann haben wir die Gasnachströmzeit, die ist dafür da, dass die Wolframelektrode zum Schluss immer schön vom Sauerstoffträg geschützt wird. Das Schutzgas bildet ja quasi, wie es schon sagt, den Schutz. Und solange die glüht, muss das Gas nachströmen. Dass die Farbe, die Optik immer schön glänzend, sauber bleibt. Dadurch hast du ein besseres Zündverhalten und es lässt sich auch viel schöner schweißen. Also die darf nie dunkelgrau, schwarz, dreckig sein. Immer schön so, wie sie jetzt aussieht. Kleine Kalotte, sauber. Und so hast du das beste Schweißergebnis. Ist jetzt aber auch eine Grundeinstellung, die ich dauerhaft, egal welche Blechstärke und so, nutzen kann. Die Grundeinstellung schon, außer was wir gerade gesagt haben, den Stadtstrom, den musst du ein bisschen variieren, je nachdem, was du für eine Blechstärke schweißt. Ja? Und der Schweißstrom, hast du da jetzt eben 100? Ja, so 100. Also wir haben ja jetzt mit 3 mm geschweißt. Das war schon zum Schluss, wo ein bisschen Wärme im Blech war. Ich würde jetzt hier bei einem 3 mm Blech mit 120, 130 Ampere starten. So, zwei Einstellungen sind noch wichtig bei Aluminium, und zwar die Balance und die Frequenz. Balance geht hier von 20 bis 50, genau. Hier drüber regeln wir die Reinigungswirkung. Also das heißt, wenn du jetzt dreckiges Blech hast, zum Beispiel Aluguss oder du hast mal altes Blech, was schon ein bisschen rumlag, würde ich jetzt hier nicht, ich würde immer so bei einer Grundeinstellung von plus 30 bleiben bei dem Kollegen hier. Und brauchst du mehr Reinigungswirkung, kannst du nochmal so 10, 20 hochgehen. Das heißt, es holt wirklich den Dreck aus dem Material raus. Ne? Weil Dreck in Material bedeutet Poren, Undichtigkeit. Also hast du den dann auf der Schweißnaht? Genau, der kommt dann raus. Dann ist er oben drauf. Im Material, was dann zu Instabilität führen genau, kann. Ganz genau. Ja? So. Was aber auch wichtig ist, umso mehr Plus du halt auf die Elektrode kippst, also von der Balance her. Jetzt ist hier eine grüne Wolfram-Elektrode drin, die hält das dann nicht mehr aus, die ist dann dafür zu schwach. Für neues Aluminium und so, finde ich, hat die eine geile Kalottenbildung, schweißt sich super. Dafür habe ich noch weiße Elektroden mitgebracht. Die nimmst du jetzt, wenn du mal altes oder dreckiges Aluminium schweißt, dass du hier von der Balance mehr ins Plus gehen kannst. Die hält nämlich von der Stabilität her viel mehr aus. Ja. Genau, und ansonsten kannst du das von der Einstellung her auch lassen. Dann haben wir noch die Frequenz. Und bei der Frequenz sind wir hier im Bereich zwischen 60 und 80. Wir haben jetzt mal hier 70 angegeben. Reinigungswirkung mehr, gehst du noch weiter runter, so in die 60er Bereich. Aber bis 70 bist du eigentlich gut auf Boden. Und das ist eigentlich so die Grundeinstellung, die du erstmal für das, was ihr jetzt hier machen wollt, perfekt ist und ausreichend ist. Ja, was vielleicht noch wichtig ist fürs Gas, wenn jetzt jemand wirklich ganz frisch ist, dass du eine Argon 4.6 brauchst. Also das ist nicht dasselbe wie beim Max-Speisen. Aber das ist gut besorgt, ja. Ja? Nee, ich hab's besorgt. Achso, okay. Ja, das passt. Das brauchen wir auch dafür. Ah ja, und ansonsten brauchst du einen richtigen Zusatzwerkstoff, ALMG5, je nachdem, was du für Bleche hast. Und dann. Was heißt das? Das ist die Legierung. Also du bestellst ja auch ein Blech, was eine gewisse Legierung hat. Hier hast du jetzt eine ALMG5. Zusatz wird, glaube ich, nicht draufstehen, oder? Nee, hier steht nur die Stärke da, 2 mm. Ja, okay. Ja, aber vielleicht steht auf der anderen Seite. Ja. Aber ich weiß, es ist ein ALMG5. Also gibt es bei dem Aluminium. Drehen auch Unterschiede. Ja, gibt es auch Unterschiede. Je nachdem was. Aber bei Standardsachen, was du hier machst, passt das. Der Gasdruck? Den stellst du im Grunde genommen auf 8 Liter, reicht das aus. Wir haben ja hier eine sehr kleine Düse. Es ist jetzt nicht wie bei Chrom-Nickelstahl, was viele kennen, wo du eine dicke, was ich auch noch mitgebracht habe, die Fuba-Düsen. Das brauchst du eher bei Edelstahl, also Chrom-Nickelstahl für eine bessere Gasabdeckung und so weiter. Bei Aluminium haben wir festgestellt, ist das eher kontraproduktiv. Da brauchst du das nicht. Hier reicht eine ganz kleine raus, die 5er. Wenn du jetzt mal in eine kleine Ecke musst oder so, wo du merkst, die Gasabdeckung ist schlecht, das zeichnet sich dann immer gelb oben drauf ab, dann ist das Sauerstoff. Das heißt für dich,
wir gehen mal einen Liter höher, wir gehen mal so auf 9 Liter hoch. Ja, das ist dann so der Trick. Also jetzt haben wir gerade... Jetzt sind wir bei 8. Na ja, gut, dann musst du einmal zünden und dann hier einstellen. Ja. Immer aber zünden dabei, sonst verstellt sich nichts. Ja. Und wie gesagt, mit der Fubar, R für Chrom-Nickelstahl. Wenn du jetzt aber einen langen Stick-Out möchtest, das heißt deine Wolfram-Elektrode weiter rausholen willst, weil du irgendwo... Nee. Ich habe mal zwischen zwei Kühlrippen geschweißt, zum Beispiel. Dann habe ich die Wolfram selbst? Bei einem Schiff oder was? Kühlrippen von einem Zylinder. Ach so, ich habe gedacht, du standest dazwischen. Nein, nein, ich habe dazwischen geschweißt. War flach, ne? Kann man rausschneiden. Und dann habe ich auch die Fubar-Düse genommen, dann konnte ich die Wolfram-Elektrode hier so 25 mm rausholen, weil du damit eine bessere Gase hast. Wie lange kannst du deine rausholen, Wolfram-Elektrode? 35. 35? Millimeter. Krass. Mal angenommen, wir würden jetzt dein Rohr nehmen und würden das schweißen, wie man das mit unserer Auspuffanlage gemacht hätte. Ne? Du hast ja ein Alu-Rohr, du bist ja ein Alu-Löffel, ne? Müssten wir da auch mit Füllgas arbeiten, wie beim normalen Formiergas? Ja, du brauchst ja sowas aber nicht aus Alu. Ja, aber mal angenommen. Ja, könntest du machen, aber du versuchst, also eigentlich versuche ich da immer so zu schweißen, dass du gar keine Wurzel hast. Ja. Das kannst du bei Alu ein bisschen besser erneuern. Ja, soll ich mal hier eine Testschweißung machen, oder? Heißt? Ich glaube, dafür sind wir da heute. Wollen wir mal hier so einen Würfel bauen, oder was wollen wir? Ja, habe ich einfach mal mitgebracht, können wir machen. Das Coole ist halt bei so einem Würfel, du kriegst halt ein Gefühl, das ist schon mal falsch. Ich werde oben anfangen, weil das musst du auf den Tisch schweißen. So, ja. Und jetzt stelle ich ihn hier nochmal etwas runter als Abstandshalter. Kannst du auch machen. Aber der Vorteil ist, wenn du zwei Hefter machst, gell, kannst du dir das dann immer noch hinbiegen, wo du es brauchst. Das stimmt. Sind wir wieder bei dem Thema. Also du hältst es jetzt einfach mit zwei Händen fest, heftest das. Oder kriegst es jetzt noch aus. Ja. Das ist am besten. Und dann kann man sowas erstmal üben, dann nimmst du mal 2 mm Blech und ich würde es immer, bevor du sowas machst, wo du dann wirklich dran schweißt, einfach mal vorher simulieren, bevor du dann doch weinend mich anrufen musst. Das wird öfters mal passieren. Also bau die Teile klein genug, dass du auch zu mir kommen kannst. Alter, mega geile Handschuhe. Und der Pascal nicht überall jetzt wieder an die Schweißnähte halten würde, dass hier die Finger überall durchbrennen, oder? Der muss immer alles anfassen. Wenn der gerade geschweißt hat, ist alles noch glüht, muss er erstmal mit dem Finger so drüber stehen. Das ist aber so ein Ding bei dem. Das ist aber bei allen nicht so. Das darf ich auch gerne. Ich gehe zu meinem Pulverbeschichter. Ich gehe rein und da bin ich schon so der sagt, nein! Alles klar. So, Masse haben wir am Tisch. Das ist das wilde Gerät jetzt hier. Wir haben jetzt auf 4-Takt eingestellt. Ich bin ja früher auch schon immer gerne der 2-Takt-Typ gewesen, auch beim Mobile-Fahren. Allerdings, was nichts miteinander zu tun hat, aber schön, dass es gar nichts miteinander zu tun. Allerdings will ich mich jetzt hier der Geschichte mal annehmen. So jetzt heftig. Und da der Fabian und der Pascal ja schon Ahnung haben, können wir ihn jetzt gleich sofort verbessern und auslachen. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt hier rangehen würde an die Geschichte, ne, würde ich jetzt hier vorne die Spitze heften, würde hinten die Spitze heften und würde mich dann einfach von da nach da durcharbeiten. Also erstmal heften wir alles durch, bevor wir überhaupt schweißen. Also auch in der Fläche mal kurz gelten. Ja, bei dem kurzen Abstand, das sind ja nur 10 cm, reicht es, wenn du außen machst. Ja. Dann richtest du das aus und heftest erstmal den Würfel zusammen. Das ist immer eine coole Übung, weil du ein Gefühl dafür kriegst, wie einfach lässt sich Aluminium verarbeiten. War ja für dich damals auch neu, dass man das dann noch so richten kann. Die Wärmeeinbringung und dann baust du erstmal den zur Hälfte und dann wird zum Schluss erst geschweißt. Und dann hast du den Vorteil, du hast mehrere Nähte, wo du mal ausprobieren kannst, verlaufen lassen, pulsen. Dünner Zusatz und einfach mal ein Gefühl kriegst für Schweißgerät. Kann ich das jetzt ohne Zusatz verschweißen? Weil du es ja schön so auf Spitze gestellt hast, laufen jetzt die zwei Kanten optimal zueinander. Ja. Das ist schön. Also wollen wir jetzt einfach mal... Ja, die können dich jetzt schon verbessern, weil du machst das jetzt schon schwierig. Ja. Warum, Fabian? Oder was? Ich muss das Ding wie ein Stift halten. Ich muss das Ding wie ein Stift halten. So hier. Nee. Also er hat dann deine Aussage noch getoppt. Ach, hier, so. Ja, jetzt machst du es ja schon mal einfach. Ehrlich? Ja. Ja, mich auch. Doch, nee, finde ich nicht. Ja, okay, halt ich mal dran. Halt mal deinen Brenner dran. Nein, lass den Helm oben. Plank ablegen. Und halt deinen Brenner dran und zeig mir, wie du heften willst. Lass den Brenner mit dem Helm oben und zeig mir, wie du heften willst. Aha. So, und jetzt nimmst du es nochmal anders in die Hand. Und sagst mir mal, was jetzt einfacher ist. Aha. Ja. Ach ja, okay. Und versuch. Jetzt bist du mehr hier drüben, das heißt, du nimmst immer mehr das andere Blech. Ja. Versuchen wirklich, so ein bisschen, dass du was siehst vor allen Dingen. Und wirklich die Bleche miteinander. Aber warte mal ganz kurz. Auch noch so ein kleiner Tipp. Wenn wir mit 100 Ampere schweißen, können wir aber mindestens mit 140 oder so heften. Damit es schneller geht. Sonst guckst du eine halbe Stunde zu. Ist ja geil. Gar nicht. Weiß ich nicht.
Ja. Haben wir hier nicht genug Kontakt? Das sogenannte Vorführeffekt, keine Ahnung. Ich kann das sagen, klappt. Wer hat das letzte Schweiß? Ich. Kaputt gemacht. Ey, du musst doch loslassen, ne? Ich muss dann ja loslassen. Ja, ach so, wir sind auf vier Tagen. So. Ja, frag mich doch. Ich bin doch schlafend, oder? So, gut, warte mal, ich werde ungeduldig. Ich ströme. Ja, also es liegt nicht am Schweißgerät, es liegt nicht am Brenner, es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Es liegt an der Masse. Es ging doch. Aber hier hat es bestimmt keine Masse richtig. Lass ihn gehen! Und wenn ich sag gut, gell, ich wegziehe auf Knopf. Ja, sag's dir. Ah, da ist es wieder das Problem. Ja. Okay, warte mal, wir können noch mal ein bisschen. Also bleib einfach dort, wenn du siehst, es läuft zusammen, drückst du einfach auf den Knopf drauf. Nee, bleib doch mal drauf auf dem Knopf, bis es zündet. Mal lass nochmal gehen. Nochmal drauf, bis es zündet. Also du musst schon, Entschuldigung, also du musst schon auf dem Knopf bleiben, bis es zündet. Ja, und wenn es gezündet hat, ja, Entschuldigung, und dann lässt es gehen. Aber übrigens, was ich richtig geil finde, was ich immer wieder in meinen Workshops und so sage, was ich mitkriege, einfach machen wie möglich. Und dann sitzt er hier und verbiegt sich komplett vor dem Bauteil. Aber das ist Standard, das ist normal. So, jetzt gehen wir mal hier wieder auf 100 Ampere runter. Nee, brauchst du nicht. Warum? Wir heften erst durch. Ich denke, wir heften erst durch. Jetzt richtest du erstmal das, dass du das nächste Blech dran stellen kannst. Punkt für Punkt? Ach so, wir wollen jetzt zum Wirbel schon heften. Ah. Geh mal, nee, stopp! Erstens hast du deinen Brenner schon wieder falsch in der Hand. Und dann versuchen wir nicht ganz hier draußen. So, warte, nicht zücken, wenn ich noch einen Helm nicht aufhab. Sag mal. So, bis mal hier so hin. Zünd. Gut gemacht! Ja, danke schön! Klasse! So, jetzt probier ich das hier hinten nochmal. Du hast den Brenner schon wieder falsch gemacht. Ja. Geht doch nicht immer. So nah dran? Nein! Weiter hier vorne, nicht so weit. Lass ihn doch mal helfen, Junge! Und du hast den Brenner nicht gerade genug dran. Guck mal, ich will es dir mal zeigen, dass du es mal live siehst. Du hältst den Brenner so. Du musst ihn aber so halten, dass du auch beide gleichzeitig aufschmilzt. Bist du unten an der Kante, läuft die untere weg und die obere kommt nicht hinterher. Wenn ich eins hasse, dann sind es Lehrer. Ich wollte genau dasselbe, nur andersrum gerade sagen. Lehrungsresistente Schüler. So. Ich habe meinen Stift in der Schule schon scheiße gehalten früher. Komplett anders wie andere Leute. Ja, du siehst ja, was es dir gebracht hat. Alles. Naja, wenigstens weiß ich jetzt helfen. Aber das Schöne ist halt, wenn du jetzt nachher eine schöne Schweißart drüber machen willst, hast du halt immer so eine fette Erhöhung. Deswegen versuchen wir es verlaufen zu lassen, dass du die nicht so hast. Genau so hast du das. Nee, ich muss ja auch erstmal ein bisschen rein. Ja. Komm. Aber guck, und so ist es halt geil, du bist schön sauber, du hast eine flache Stelle. Jetzt machst du noch einen oben drauf und hast dann nachher eine schöne Erinnerung, eine Schachtel. Aber machst du erstmal eine Richtung. So, Ladies and Gentlemen, ich habe jetzt hier das Ding mal grob angepunktet, nicht schön, aber selten. Aber der liebe Fabian hat uns eben schon wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt schon wieder bei 30 Minuten Filmaufnahmezeit sind. Deswegen würde ich sagen, machen wir das direkt mit dem Schweißen und auch wie wir unsere Armaturentafel bauen im nächsten Video weiter, was auch schon direkt morgen kommt, Freunde. Ne? Wir hoffen, es hat euch trotzdem wieder gefallen. Wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass wir jetzt hier auch bald hoffentlich professionell Alu schweißen können. Und natürlich auch nochmal Riesendank an den Kollegen Wellinger für die Verfügungstellung dieses Schweißgeräts. Findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung, wer Bock hat auf so ein Gerät. Dann würde ich sagen, bis morgen, Freunde. Und ich hoffe, ich habe das dann hier einigermaßen drauf. Wenn nicht, musst du das dann machen. Oder der Fabi. Oder der Fabi. Na, der war auch nicht schlecht. Mal gucken. Wir machen eine kleine Challenge draus, wer am besten schweißen kann. Das fände ich geil. Ne? Ja. Und schick mir dann die unterschiedlichen. Das wäre halt richtig blöd, wenn du verlierst. Wenn ich verliere. Ich habe mich jetzt gar nicht eingeschlossen. Gut, wer gewonnen hat, seht ihr dann morgen in dem Beitrag. Ciao.
bis zum nächsten Mal, ich hab's gesagt, bis morgen. Ciao.